Moin Leute, Maurice hier mit ein paar hilfreichen Kniffen zum Western-Blockbuster Red Dead Redemption 2. In meinen ca. 100 Stunden mit dem Spiel habe ich Red Dead von ganzem Herzen lieben, aber auch ein wenig verfluchen gelernt. Während das Spiel zweifelsohne einen Meilenstein darstellt und fürs gesamte Medium in Sachen Storytelling echte Pionierarbeit leistet, bleibt Gameplay nach wie vor nicht unbedingt Rockstars größte Stärke. Viele seiner Systeme und Gameplay-Mechaniken erklärt das Spiel mitunter nur sehr oberflächlich bis gar nicht. Im Folgenden liste ich euch 10 Kniffe auf, die mir meine Zeit mit Red Dead Redemption 2 mitunter deutlich vereinfacht haben und von denen ich mir gewünscht hätte, dass jemand sie mir zu Beginn des Spiels verraten hätte. Auf Story-Spoiler werden wir dabei natürlich soweit es geht verzichten. Los geht's! Ungefähr jeder, mit dem ich mich über Red Dead 2 unterhalte, beschwert sich früher oder später über das viele Reiten. Und ja, man verbringt verdammt viel Zeit auf dem Rücken seines Pferdes. Das kann gern mal 10 Minuten am Stück oder mehr dauern. Und es ist sicherlich eine Geschmacksfrage, ob das Spiel dies nun unbedingt braucht oder nicht. Ich persönlich finde die minutiöse Schwerfälligkeit tatsächlich sehr entspannt und schön. Das geht aber natürlich nicht jedem so. Was vielen nicht bewusst ist, die meisten Ritte könnt ihr gepflegt im Autopiloten absolvieren und müsst dabei wenig oder aber gar nichts tun. Ich persönlich habe die meisten Reitpassagen im Spiel dazu genutzt, um mir währenddessen in der Küche was zu essen zu machen und habe seit dem Release ca. 20 Kilo zugenommen. Wie das geht? Als erstes ruft ihr eure Map auf, was übrigens am schnellsten geht, wenn ihr die Optionstaste einfach lang gedrückt haltet. Dann wählt ihr ein Ziel aus und begebt euch auf einen Pfad, auf dem der Weg auf der Minimap rot markiert ist. Dies ist wichtig, denn wenn ihr irgendwo auf einer Wiese steht, auf der nur die gestrichelte rote Linie gezeigt wird, funktioniert das Ganze nicht. Als nächstes haltet ihr Kreuz gedrückt, um zu beschleunigen, und haltet das Touchpad gedrückt, bis ihr in den Cinema-Modus kommt. Und hier liegt der Schlüssel zum Erfolg. Im Cinema-Modus reitet ihr vollautomatisch. Euer Pferd folgt der Strecke, die auf der Minimap eingezeichnet ist, und ihr müsst dabei weder lenken noch beschleunigen. Soll es ein bisschen schneller gehen, könnt ihr ein paar Mal Kreuz drücken, um das Tempo zu erhöhen. Und dann ab in die Küche und Kaffee kochen. Euer Pad solltet ihr dabei allerdings mitnehmen, da es unterwegs besonders nachts zu Überfällen durch Wölfe kommen kann, die euch direkt vom Pferd werfen. Und auch Random Encounters können den Automod unterbrechen, aber solange ihr das Spiel hört, könnt ihr auch aus der Ferne auf Pause drücken, um dann wieder manuell zu übernehmen. Das Ganze funktioniert interessanterweise nur eingeschränkt, sobald ihr zusammen mit NPCs reitet. In dem Fall müsst ihr Kreuz gedrückt halten, da euer Pferd sonst stehen bleibt. Von selbst lenken tut es allerdings trotzdem. Schade, dass es in Red Dead 2 kein Quick-Travel-System gibt, habe ich inzwischen von mehreren Leuten gehört. Und schade wäre das in der Tat, ist aber zum Glück nicht so, denn Red Dead 2 hat gleich zwei Quick-Travel-Systeme. Zum einen das Kutschensystem, über das ihr euch wie im ersten Teil in Städten Kutschen mieten und in andere Städte bringen lassen könnt. Dieses kostet in der Regel zwischen 5 und 20 Dollar und Kutschen werden auf der Map mit einem Wegpfeiler-Symbol angezeigt. Euer Pferd erwartet euch beim Reisen mit der Kutsche praktischerweise jeweils bereits am Zielort. Das zweite System ist allerdings noch praktischer, denn es erlaubt euch, direkt vom Lager aus zu bereits entdeckten Städten zu reisen. Um dieses System freizuschalten, müsst ihr über das Upgrade-Buch an Dutches Zelt lediglich Arthurs Zelt upgraden. Das Buch schaltet ihr frei, indem ihr ein paar Missionen für den Kassenwart Strauß erfüllt. Nachdem ihr Arthurs Zelt upgradet, könnt ihr auf der Rückseite eures Schlafplatzes über eine Map quick-traveln, was das Zeug hält, und zwar für Umme. Ein weiterer Punkt, der für reichlich Verwirrung sorgt, ist Pearson, der Koch der Gang, und das Spenden von erjagtem Wild in eurem Lager. Wo lege ich das Zeug hin? Was tun, wenn Pearson nicht an der Theke steht? Vorher ablegen oder auf der Schulter behalten? Die Lösung hier ist einfacher, als man vielleicht denkt. Denn um erjagtes Wild im Lager zu spenden, könnt ihr es einfach auf dem Rücken eures Pferdes liegen lassen und es trotzdem an der Theke verkaufen. Pearson hat in seinem Menü einen Punkt, über den ihr gezielt die auf dem Pferd gelagerten Gegenstände anwählen könnt. Das ist sehr praktisch und führt uns direkt zum nächsten, noch viel wichtigeren Tipp. Direkt zu Beginn der Kampagne lernt ihr jagen. In einer Mission wird euch erklärt, dass ihr jagen müsst, damit Pearson das Lager bekochen kann und die Gang nicht verhungert. Und hier kommt ein Tipp ins Spiel, der mir sicherlich ein Dutzend Stunden ineffektiv verbrachter Spielzeit einfach hätte ersparen können. Denn diese Mechanik gilt in der Form nur für diese eine Mission. Danach ist es für das Lager nur noch indirekt wichtig, ob und wie viel ihr jagt und an Pearson spendet. Ihr erhöht damit die Moral im Camp, aber dies könnt ihr auch über ein gekauftes permanentes Upgrade tun. In Pearsons Menü wird euch beim Spenden jeweils angezeigt, was mit Rohstoffen passiert, die ihr ihm spendet. Unten rechts im Bild seht ihr, ob die gespendeten Gegenstände Geld in die Kasse bringen oder für die Versorgung des Camps verarbeitet werden. Die Lagerstats oben rechts zeigen euch die gesammelten Vorräte, die ihr im Lager mit Arthur aufsammeln könnt. Medizin gibt's am Wagen von Strauß, Verpflegung am Wagen von Pearson und Munition am Zelt von Arthur. Die Anzeige oben rechts zeigt euch dabei, wie viel Vorrat Arthur noch einstecken kann, bevor sich die Vorräte im Lager zu Ende neigen. Rot ist fast leer, grau ist ausreichender Bestand und gelb zeigt Reserven im Überfluss an. Und hier kommen wir zum Knackpunkt. Um diese Vorräte aufzufüllen, könnt ihr auch einfach über das Buch vor Dutch Hütte Nachschub kaufen und müsst nicht selber dafür jagen gehen. Nehmt ihr euch außerdem nichts von den Wagen runter, minimieren sich diese Vorräte nicht. Mind blown. Ich habe auf dem halben Weg durch die Kampagne entsprechend komplett damit aufgehört, am Pearson zu spenden und mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Beschwerden von der Gang gab es auch nicht. Die ersten Kapitel meines Playthroughs habe ich damit zur Hälfte mit Jagd- und Spendearbeiten verbracht, die im Spiel letztendlich keinen wirklichen Unterschied machen.
Lediglich, um bei Pearson Umhängetaschen oder Camp-Deko zu craften, müsst ihr vorher die entsprechenden Rohstoffe bei ihm abgeben. Er bewahrt diese dann für euch auf. Diese in der eigenen Tasche zu haben, reicht dabei nicht aus, um zu craften. Die besagten Upgrades könnt ihr aber auch getrost vernachlässigen, da sie keine Auswirkung auf den Spielverlauf haben und euch lediglich mehr Ressourcen tragen lassen, von denen es ohnehin zu jeder Zeit mehr als genügend gibt. Aufgrund der geringen Preise für erlegtes Wild würde ich außerdem generell vom Verkauf von Fleisch und Rohstoffen abraten. Ihr verdient mit anderen Aktivitäten und bei fortschreitendem Storyverlauf so viel Geld, dass die Bezahlung für Gejagtes den Zeitaufwand einfach nicht rechtfertigen. Generell gilt, macht euch um Geld keine zu großen Sorgen. Ja, im Laufe der frühen Kampagne werdet ihr immer wieder mal knapp bei Kasse sein und bis ihr euch alle Upgrades im Lager leisten könnt, wird es ein bisschen dauern, aber über die Story hinweg werdet ihr immer wieder dick abkassieren und mitunter 3- bis 4-stellige Beträge auf einen Schlag verdienen. Macht euch um Geld also keine zu großen Sorgen. Flotte Klamotten könnt ihr euch früher oder später auf jeden Fall leisten. Viel wichtiger ist, macht euch das Leben leicht und bezahlt eure Bounties ab, selbst wenn dabei ein Großteil eurer Asche drauf geht. Beim ersten Mal habe ich hart mit mir gerungen, ob ich wirklich $400 zahlen will, um wieder ungestört durch West Elizabeth reiten zu können. Im Rückblick lautet mein Fazit aber, das Geld war wunderbar investiert. Denn Waffen bekommt ihr im Verlauf der Story zur Genüge, Munition ist auch nie knapp, zu essen gibt es reichlich und Pferde könnt ihr euch selbst fangen und zähmen. Eigentlich braucht ihr euer Geld in erster Linie zum Bounties abbezahlen und für Luxusgüter wie neue Klamotten oder um Verzierungen in eure Lieblingswaffen schnitzen zu lassen. Und jeder kennt es, auf dem Weg zur Post einmal zu nah an Wien vorbeigeritten und schon findet man sich im Grabenkampf gegen Hundertschaften der Staatsgewalt wieder, während sich um einen rum die Leichenberge stapeln. Und das, obwohl man eigentlich als reiner Samariter spielen und bloß seine Post abholen wollte. Mein Tipp, zahlt eure Bounties an den Poststationen ab und macht euch das Leben leicht. Gejagt werden erhöht den Schwierigkeitsgrad ungemein und macht mitunter auch das Absolvieren von Missionen unnötig schwer. Und noch ein Tipp für besonders geizige Sparfüchse, es gibt einen Weg, um Bounties loszuwerden, ohne dafür Geld zu bezahlen. Dies funktioniert allerdings nur bei kleineren Delikten. Bunkert hierfür euer Geld an Dutchs Zelt in der Lagerkasse, nun könnt ihr euch in eine Stadt begeben, in der ihr gesucht werdet und euch vom Sheriff verhaften lassen, indem ihr euch ergebt. Ihr kommt dann für ein paar Tage in den Knast und begleicht damit eure Schuld. Da ihr kein Geld in der Tasche habt, wird euch dieses auch nicht vom Sheriff weggenommen. Dieser Weg ist allerdings zeitaufwendig und war für mich meist den Aufriss nicht wert, denn Geld kommt, wie gesagt, früher oder später zur Genüge rein. Außerdem funktioniert dieser Weg nicht immer, so bin ich einmal mit $100 Kopfgeld auf meinen Namen kreuz und quer durch Strawberry gerannt und habe dem Sheriff und jedem einzelnen Einwohner mehrfach Hallo gesagt, ohne dass mich irgendwer verhaften wollte. Versucht diese Methode deshalb auf eigene Gefahr. Das Geld, das ihr einmal im Lager bunkert, könnt ihr danach zwar noch für Upgrades und Ressourcen ausgeben, wieder aus der Kasse nehmen könnt ihr es allerdings nicht. Für meinen Playthrough hatte ich mir vorgenommen, als guter Mensch zu spielen, um mich möglichst so zu verhalten, wie ich es auch im echten Leben tun würde. Es gibt eine Trophäe im Spiel, die man bekommt, wenn man im Ehrensystem entweder das positive oder das negative Maximum erreicht. Die wollte ich natürlich haben. Weshalb ich unter anderem wie ein Psychopath in jeder Stadt jedem Menschen zugewunken und freundlich gegrüßt habe, um meine Ehre zu erhöhen. Wie SpongeBob im Wilden Westen. Hier und da habe ich mir allerdings versehentlich moralische Fehltritte erlaubt, die mich auf dem Weg zum perfekten Samariter immer wieder zurückgeworfen haben. Zum einen, weil ich andauernd Passanten angerempelt habe, was in der Regel ja leider direkt zum Kleinkrieg führt. Zum anderen, weil ich am laufenden Band Situationen moralisch anders interpretiert habe, als das Spiel es von mir wollte. Dies kann etwas nervig sein, da es einem beim Roleplaying direkt aus der Fiktion reißt und einem das Ehresystem für jeden Fauxpas, den von SpongeBob so hart erarbeiteten Fortschritt wieder abzieht. Und während viele Situationen Hit and Miss bleiben und man einfach hoffen muss, dass das Spiel sie so einschätzt wie man selbst, gibt es eine Erkenntnis, zu der ihr möglichst schnell kommen solltet. Looten ist hoch riskant. Eine Leiche hängt am Baum? Ein Rettungsversuch schlägt fehl, ihr erlegt zwar die Banditen, aber das Opfer wird von ihnen vorher erschossen. Dann kann man ja eigentlich looten, ohne dass es ein Opfer gibt, da die Leichen sowieso liegen bleiben. Richtig? Nicht richtig. Lootet ihr jemanden, den das Spiel nicht als euren Gegner interpretiert, werdet ihr sofort dafür als Schuft abgestraft. Ich habe mir deshalb irgendwann zur Faustregel gemacht, niemanden looten, der nicht vorher auf mich geschossen hat, denn es ist einfach zu riskant. Das Spiel bietet euch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zu vielen seiner Mechaniken. Diese könnt ihr unter anderem dazu nutzen, um den Schwierigkeitsgrad in Feuergefechten zu verändern. Das Gunplay in Red Dead Redemption 2 gehört leider nicht unbedingt zu den Stärken des Spiels. Wenn ihr eure Nerven schonen wollt, gibt es aber die Möglichkeit, das Auto-Aiming so zu verändern, dass ihr deutlich weniger präzise in die Richtung eurer Gegner gucken müsst, bevor dieses greift. Ein bisschen wie in Call of Duty Kampagnen. L2 halten und R2 drücken für einen garantierten Treffer, sobald ihr in die richtige Himmelsrichtung guckt. Im Gegenzug könnt ihr das generell recht deftige Auto-Aiming auch ausschalten, wenn ihr es lieber puristisch mögt. Zum Anpassen der Auto-Aiming-Funktion wählt ihr im Pausenmenü unter Einstellungen und Steuerung den Menüpunkt Zielerfassung. Die Einstellung Breit macht das Zielen zum Kinderspiel, freies Zielen schaltet das Auto-Aiming komplett aus. Euer Pferd ist euer wichtigster Begleiter im Spiel und entsprechend sorgfältig solltet ihr mit ihm umgehen. Hat euer Pferd Hunger oder ist stark verschmutzt, wirkt sich dies negativ auf die Kerne seiner Gesundheit und Ausdauer aus. Füttert und putzt euer Pferd daher regelmäßig.
Es wird euch außerdem mit einer steigenden Verbundenheit danken. Je höher die Verbundenheit, desto höher die Stats eures Pferdes. Außerdem scheut es weniger schnell, hört euch auf weitere Distanzen und kommt schneller zu euch, lernt neue Moves und tut sich weniger schwer auf unwegsamem Terrain. Um die Verbundenheit zu erhöhen, könnt ihr es streicheln, putzen, füttern oder schwere Lasten wie Tierkadaver von seinem Rücken nehmen. Zum Putzen könnt ihr übrigens auch einfach durch tiefe Gewässer reiten, seht dabei nur zu, dass ihr niemanden gefesselt hinten drauf habt, da dieser sonst gegebenenfalls ertrinkt. Der wichtigste Tipp beim Reiten ist allerdings, beim Galoppieren im Rhythmus der Hufe auf Kreuz zu drücken. Findet ihr den richtigen Takt, verbraucht euer Pferd beim Galopp keine Ausdauer. Besonders wenn ihr gejagt werdet, kann dies schnell den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Wer wie ich den ruhigen Ton und das entschleunigte Storytelling des Spiels genießt, der wird auch beim Angeln seinen Spaß haben. Dies ist nicht besonders schwer und schön zum Nebenbei entspannen, kann aber für den Anfänger mitunter etwas verwirrend sein, denn hier erklärt das Spiel einmal mehr die Hälfte seiner Systeme nicht. Zum effektiven Angeln rüstet ihr erst einen natürlichen oder künstlichen Köder aus. Dies ist eine Entweder-Oder-Entscheidung und sollte zum Gewässer und der erhofften Beute passen. Künstliche Köder können dabei mehrfach verwendet werden. Werft nun direkt dorthin aus, wo das Wasser sich kräuselt. Ihr könnt die Fische vom Ufer aus sehen und sie beißen häufig direkt an, wenn ihr die richtige Stelle trifft. Manche Fische knabbern erst vorsichtig, wobei euer Controller leicht vibriert. Erst nach dem richtigen Biss, bei dem die Vibration entsprechend stärker ausfällt, drückt ihr R2, um die Leine anzureißen. Der Fisch kämpft nun, um freizukommen. Solange der Controller vibriert, haltet den linken Stick entgegen seiner Schwimmrichtung und haltet den rechten Stick gedrückt oder fix in eine Richtung, um die Spule zu halten. So ermüdet ihr den Fisch und verhindert gleichzeitig, dass die Leine reißt, weil der Zug zu groß wird. Sobald die Vibration nachlässt, rotiert den rechten Stick im Uhrzeigersinn, um die Leine einzuholen. Pro Tipp: Wenn ihr hierbei den linken Stick bzw. die Rute im Wechsel vor- und zurückzieht, verkürzt sich die Einholzeit maßgeblich und geht gefühlt fünfmal so schnell. Ihr steht vor einem Regal und wollt einen Gegenstand nehmen, das Spiel gibt euch aber nur den Prompt, den daneben liegenden Gegenstand zu nehmen. Ihr steht vor zwei Personen, wollt mit der linken reden, aber das Spiel bietet euch nur die rechte zum Gespräch an? Leicht gelöst. Haltet L2 gedrückt und tippt in solchen Situationen kurz den rechten Stick zur Seite, um anvisierte Gegenstände oder Personen zu wechseln, ohne umständlich hin und her zu laufen. Und last but not least kommen wir zum Duellieren, einem Thema, das mich aktuell in meinen Albträumen verfolgt. Ich habe mir Guides dazu durchgelesen, ich habe Videos dazu geschaut, ich habe in Foren darüber diskutiert und mich mit anderen Verzweifelten ausgetauscht und auch nach Tagen, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir bis zuletzt leider weitestgehend die Zähne am Duellieren ausgebissen. Deswegen ist dies zum einen ein Tipp, beziehungsweise zwei, und zum anderen mein Aufruf an euch, um in den Kommentaren vielleicht Licht ins Dunkel dieses merkwürdigen Systems zu bringen. Auf dem Papier funktioniert Duellieren wie folgt. Das Duell beginnt im Deadeye-Modus. Ihr drückt R2 etwa zur Hälfte rein, um den Kreis unten rechts im Bild aufzuladen. Je voller der Kreis wird, bevor ein unsichtbarer Timer abläuft, desto mehr Zeit habt ihr danach, um zu zielen. Ist der Kreis voll, drückt ihr R2 ganz rein, dann zielt ihr, lasst R2 los und drückt nochmal R2, um zu schießen. Alles klar? Nein? Okay. Das Problem? Auch bei vollen Balken hatte ich nie mehr als den Bruchteil einer Sekunde, bevor mein Gegner mich einfach über den Haufen geschossen hat, bevor sich Arthur auch nur einen Millimeter bewegen konnte. Bis heute kann ich nicht mal sagen, welcher der beiden Sticks beim Zielen überhaupt irgendwas macht. Im HUD angezeigt wird euch während alledem leider auch keinerlei Feedback, weshalb ein Rantasten an die Mechanik sich für mich nach Stunden des Probierens und Scheiterns als schlichtweg unmöglich erwiesen hat. Ein kleiner Tipp: Es gibt Stimmen, die die Duellsteuerung aktuell als verbuggt bezeichnen. Als Fix wird vorgeschlagen, die Third-Person-Kameraeinstellung von Normal auf Alternativ umzustellen, um mit R1 zu schießen, wenn ansonsten nichts klappt. Leider hat auch das bei mir nicht dazu geführt, dass ich im Duell in irgendeiner Weise zielen konnte. Und hier nun überraschend mein goldener Tipp, mit dem ihr trotz allem tatsächlich jedes Duell auf Anhieb gewinnt. Ihr müsst, haltet euch fest, einfach R2 spammen. Jedes Duell, jeder Gegner, R2 spammen und er wird durchlöchert wie ein Schweizer Käse und sieht dabei so hilflos aus wie ihr, wenn ihr versucht, das Ganze zu verstehen. Leider habe ich aufgrund der Undurchsichtigkeit des Systems auf diese Weise einige NPCs in Duellen töten müssen, die ich im Verlauf meines Playthroughs gern verschont hätte. Einfach weil ich nicht anders aus dem Duell kommen konnte und ein Zielen auf die Waffe des Gegners nicht möglich war. Duellieren kommt im Verlauf der Kampagne zum Glück aber nicht so häufig vor. Und vielleicht können wir das Rätsel ja zusammen lösen. Und hier noch ein absoluter Pro-Tipp zum Schluss. Scheitert ihr in einer Szene der Kampagne oder in Sidequests zu häufig am Stück, bietet euch das Spiel irgendwann an, den aktuellen Checkpoint zu überspringen und in der Story nach vorne zu skippen. Dies funktioniert auch in Duellen. Allerdings entscheidet dann das Spiel darüber, ob euer Gegner überlebt oder eben nicht. Das waren sie, meine 10 Tipps, die euch das Leben in Red Dead Redemption 2 ein wenig erleichtern können. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr generell an täglichen News rund um die Welt von PlayStation interessiert seid, dann lasst uns gerne ein kostenloses Abo da oder ladet euch die Inside PlayStation App auf eure PS4 runter. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Oh, 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 oh.
comes to me, is you once dead.